Olaf Scholz ist auf der falschen Fährte und das zeigt besonders deutlich, wie er in Prag über die Zukunft der Europäischen Union gesprochen hat. Dort hat er mal wieder eine wichtige Rede an einer Universität gehalten, an der Karls-Universität. Wir erinnern uns noch an Macrons Rede an der Sorbonne. Und es geht in die völlig falsche Richtung. Den gefährlichen und grauenhaften Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine nimmt er als Ausgangspunkt, um jetzt schon wieder die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in der Europäischen Union zu fordern, gleichzeitig mit der Aufnahme verschiedener neuer Länder in die Europäische Union. Und das kann ja wohl nicht sein. Wir können doch nicht gleichzeitig Georgien, Moldawien und andere Länder in die Europäische Union aufnehmen und das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen, damit darüber am besten gar nicht mehr vernünftig entschieden werden kann. Das ist doch absoluter Blödsinn. Sondern wir brauchen eine Erhaltung und insbesondere Stärkung der Souveränität in der Europäischen Union, und zwar der Nationalstaaten, weil alleine in den Nationalstaaten Demokratie praktiziert werden kann, die Leute noch mitentscheiden können, wie es mit ihrer Zukunft weitergehen soll. Und das ist genau die Essenz der Demokratie. Insofern, wenn Scholz fordert, dass das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft werden soll, dann muss man ihm entgegenhalten, das wäre das Ende nationaler Souveränität und das wäre das Ende der demokratischen Entscheidung. Wenn Scholz vorträgt, wir bräuchten jetzt eine europäische Verteidigungsmöglichkeit, dann muss man ganz klar sagen, wie soll das denn aussehen? Außerdem sind wir in der NATO strukturiert und dort gibt es entsprechende Behelfs- und Hilfsstrukturen. Er stellt zu Recht fest, dass die Europäische Union nach innen als Friedensprojekt ursprünglich gedacht war. Aber genau das erfüllt sie ja nicht mehr. Die Europäische Union spaltet durch ihre ideologischen Vorgaben. Sie spaltet durch ihre Diktatur von oben und ist eben nicht mehr in dem Maße das Friedensprojekt, was sie hätte sein können und was sie hätte sein sollen. Und das Friedensprojekt nach außen, davor kann man nur warnen, wenn von Deutschland die Welt genesen sollte. Das haben schon mehrere vor Olaf Scholz probiert und es ist immer nach hinten losgegangen. Das Gegenteil ist richtig. Wir brauchen ein gutes Verteidigungsbündnis. Das haben wir mit der NATO und wir brauchen eine Rückabwicklung der Europäischen Union hin zu einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die ganz klar die Souveränität der Nationalstaaten in den Vordergrund stellt und die Übergriffigkeit der Brüsseler Bürokratie hinten anstellt. Viele Probleme, die wir heute haben, die Strompreisexplosion, die Gaspreisexplosion, ist auch auf dem Mist der EU-Kommission gewachsen. Und deswegen darf man diese Kommission nicht stärken. Man muss sie schwächen, genauso wie sämtliche europäischen Institutionen zugunsten der nationalen Demokratien geschwächt werden müssen.